Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die Familie der Meisen vorstellen. Nachdem ihr dieses Video gesehen habt, wisst ihr hoffentlich besser Bescheid über die 6 Meisenarten, die es in Deutschland zu sehen gibt. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Bevor wir mit der groben Beschreibung anfangen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass das Abonnieren meines Kanals kostenlos ist und dass du es jetzt tun solltest, um in Zukunft keines mehr meiner Videos zu verpassen. Dann sind wir soweit und beginnen mit der allgemeinen Beschreibung der Meisen. Meisen werden als kleine, lebhafte Sperlingsvögel beschrieben, die als überwiegende Waldbewohner in Höhlen brüten. Meisen sind fast ausschließlich Jahresvögel, die auch im Winter in ihrer Region bleiben. Gerade dann kann man sie öfter in großen Trupps beobachten, die auch häufig an Vogelhäusern zu beobachten sind. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Arten. Beginnen wir mit der Kohlmeise. Der 13,5 bis 15 cm lange Vogel ist die größte Meise. Sie ist bestens an der gelben Unterseite mit ihrem schwarzen Streif zu erkennen. Ihre Kopfplatte ist schwarz, ihre Wangen sind weiß. Die Kohlmeise brütet in baumbestandenem Gelände wie Parks, Gärten, aber auch Wäldern. Eigentlich brütet sie in Baumhöhlen, sie nehmen jedoch auch Nistkästen gerne an. Sie haben ein ausgesprägtes Stimmrepertoire, wovon ich euch jetzt ein Beispiel vorspielen werde. Kommen wir zur zweiten Meise, der Tannenmeise. Der 11,5 cm große Vogel brütet hauptsächlich in Nadelwäldern, wo man ihn meist in den Wipfeln oder an Zweigenden beobachten kann. Vom Aussehen erinnert die Tannenmeise etwas an eine ausgeblichene Kohlmeise, wobei sie zusätzlich noch über einen weißen Nacken und manchmal eine kleine Haube am Hinterkopf verfügt. Hören wir uns noch den Ruf der Tannenmeise an. Machen wir weiter mit Meise Nummer 3. Die Blaumeise erreicht eine Größe von 10,5 bis 12 cm. Sie brütet am liebsten in gehölzreichen Lebensräumen von Gärten, Parks bis hin zu Wäldern. Sie nutzt gerne Nistkästen, aber auch an Futterstellen ist sie ein oft gesehener Gast. Blaumeisen verfügen über eine gelbe Unterseite, einen blauen Scheitel und einen Schwanz und ein schwarz-weißes Gesicht. Wie sie rufen, hört ihr jetzt. Als nächstes steht eine Meisenart auf dem Plan, die wirklich unverwechselbar ist. Die 10,5 bis 12 cm kleine Haubenmeise hat eine braune Oberseite und eine beige Unterseite. Am auffälligsten ist jedoch die Haube auf ihrem Kopf, die auch angelegt werden kann. Die Haubenmeise brütet gerne in Nadelwäldern und ist auffällig standorttreu. Ihre Bruthöhle hackt sie selbst in morsche Stämme oder Baumstümpfe. Wie sie ruft, hört ihr jetzt. Die nächsten zwei Meisen, die Sumpfmeise und die Weidenmeise, ähneln sich sehr. In diesem Video werde ich sie nur grob vorstellen, jedoch könnt ihr jetzt oben rechts auf das eingeblendete Video klicken, in dem ich bereits beide Arten genauestens vorgestellt und unterschieden habe. Beginnen wir mit der Sumpfmeise. Die 11,5 bis 13 cm große Meise hat eine braune Oberseite, eine hellere beige Unterseite und eine schwarze Kopfplatte. Das beste Unterscheidungsmerkmal zur ähnlichen Weidenmeise ist die Stimme. Die Sumpfmeise brütet in dichtem, gerne auch feuchtem Laubwald mit viel Totholz. Der Vogel, der auch am Futterhaus anzutreffen ist, brütet in Baumhöhlen, Astlöchern und auch Nistkästen. Kommen wir jetzt noch zu ihrem Gesang. Vom Aussehen betrachtet ist die Weidenmeise sehr, sehr ähnlich. Die Oberseite ist graubraun, die Unterseite beige. Auch sie verfügt über eine schwarze Kopfplatte mit weißen Wangen. Hören wir uns jetzt noch den Ruf von ihr an, damit ihr sie in Zukunft auch voneinander unterscheiden könnt.
Wem das hier noch nicht gereicht hat, dem empfehle ich das Video, das ich vorhin oben rechts verlinkt habe. Kommen wir noch zu der Erklärung, warum die Bartmeise, die Beutelmeise und die Schwanzmeise noch nicht beschrieben wurden. Die Bartmeise ist biologisch gesehen am nächsten mit den Lerchen verwandt. Sie erreicht eine Größe von 14 bis 15,5 cm und brütet kolonieweise in ausgedehnten Schilfflächen. Das Männchen ist bestens an seinem Bart zu erkennen, ansonsten fallen die Vögel mit einem braunen Federkleid und schwarz-weißen Flügeln auf. Hören wir uns noch kurz den Ruf der Bartmeise an. Die Beutelmeise hat zwar wieder das Wort Meise im Namen, jedoch bildet sie unter anderem aufgrund ihrer abweichenden Brutbiologie eine eigene Familie. Der 10 bis 11,5 cm kleine Vogel ähnelt vom Aussehen her einem Neuntöter. Beutelmeisen brüten meist in Laubbäumen an Flüssen und Seen, wo sie ihr aufwendiges Nest bauen. Ihr Nest ist beutelförmig mit einer Einschlupfröhre, welches in herabhängende Äste hineingeflochten wird. Zu guter Letzt hören wir uns noch den Ruf der Beutelmeise an. Die letzte Meise in Anführungszeichen ist die Schwanzmeise. Der 13 bis 15 cm lange Vogel mit einem 7 bis 9 cm langen Schwanz gehört nicht zu den echten Meisen, sondern ist ein Teil der großen Gruppierung, der auch Laubsänger, Schwalben und Lerchen angehören. Da es zahlreiche Hybride gibt, ist eine äußerliche Beschreibung nicht sehr zielführend. Jedoch ist sie oft in sehr kleinen Gruppen unterwegs und an ihrem langen Schwanz bestens zu erkennen. Sie brütet in naturnahen Laub- und Mischwäldern und ist wenig scheu. Sie ist dauerhaft in Bewegung und deshalb auch nur oft kurz zu sehen. Deshalb ist es wie immer sehr wichtig zu wissen, wie sie rufen. Dann sind wir jetzt auch schon wieder durch mit den 6 echten und den 3 falschen Meisen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Zum Schluss möchte ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit bedanken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.